Tapas, grüßt euch miteinander. Prost. Das Wichtigste zuerst, man nehme ein Glas Wein und schütte es in den Koch und ins Chemgirl. Yes. Prost. Ich schütze mir gleich wieder rein. Ich auch, weil wir schon wieder Vollmond haben jetzt dann. Oh, um Himmels Willen. Um Himmels Willen. So, als allererst dein Outfit. Achso, ja. Seit Tagen überlegen wir, welches Hemd du anziehst. Zu einem Best-of brauche ich das Best-of meiner Kleidung und das ist für mich einfach meine richtig alte Lederhosen. Schön. Hübsch. Ich habe gemeint, du sollst mir alle Hemden durchwechseln, was wir schon alles gehabt haben, aber dann. Nein, das sprengt den Raum in der Zeit. Jetzt nehmen wir das. Gut. Tapas. Best-of machen wir. Würdiger Abschluss. Die letzte Runde diesmal, wenn es am schönsten ist, sollten wir aufhören. Passt jetzt, glaube ich, auch vor Ostern, dass wir die letzte Runde machen. Best-of. Wir haben weit über 100 Gerichte gemacht. Ich glaube, über 20 Aufstriche, 5 verschiedene Focaccias. Schwierig, was man sich da zusammensagt. Wir haben uns Sachen rausgesucht, die wo wir von euch wissen, dass wir es machen sollen. Noch ein paar Sachen, die wo wir machen möchten. Nochmal, was so passt haben. Und auch Sachen, die wo ich ausprobieren wollte und ein bisschen anders machen wollte. Und dann haben wir aufpassen müssen, dass es zusammenpasst. Also, dass es nicht zu wild wird. Neue Sachen und haben wir auch dabei. Also, geht gleich los beim Aufstrich. Geht gleich los. Wir haben eine Kräuterfocaccia gemacht und für die das Hummermenü gehabt haben, wollte man eine kleine Erinnerung mit reinbringen. Da haben wir einen Hummeraufstrich gemacht, wirklich selber gemacht. Aus Hummer? Frischen Hummer. Den Aufstrich, deswegen auch nur eins, weil das gut bei dem jetzt eigentlich als eigenständiges Gericht. Vorher haben wir über die Aromen in die Aufstriche rein, aber das würde jetzt beim Best-of nichts bringen. Nein. Dann haben wir von unserem Liebesmenü Aphrodite einen rote Bete Hummus gemacht. Wir haben jetzt dann ein bisschen gutes Olivenöl drüber da. Sehr wichtig, gutes Olivenöl. Ein gescheites Bittchen, sonst ist alles zerschmarrn. Ganz wichtig, das Brot habe ich noch vergessen. Der hat natürlich immer 5 Minuten bei 180 Grad. Und ich habe auch diese Hähnchenkeulen schon drin, die werden wir 5 Minuten auf dem Teller warm ziehen. Die haben es dann in die Sauce, kommen wir aber gleich dazu. Aber bei 180 Grad, oder? Ja, könnt ihr ausschalten und rein tun, die werden wir auch nochmal, aber so 5 Minuten, dass schon mal warm sind. Jawohl. Dann muss ich jetzt kurz spicken und einmal da runterschalten. Dann haben wir die Salmorejo Cordobes. Das ist diese spanische Tomatensuppe. Ich glaube, die haben wir bei Spanien gemacht. Oder Mittelmeer. Mittelmeer war Gazpacho. Nee. Ich glaube so. Ich weiß auch nicht mehr, aber wir haben schon geschaut, dass wir von jedem Menü was haben. Da haben wir ein bisschen Grissini dazu, ein bisschen einen Crunch oben drauf. Die haben wir kurz vorm Servieren erst drauf, sonst waren sie durch. Genau. Gell? Man kann dann so, wie er hat, ein schönes Blatt Basilikum dazu. Geht auch gutes Olivenöl wieder drüber, gell? Geht auch, stimmt. Ich bin der Ölprofi. Ja, das stimmt. Möchte ich nur nochmal anmerken. Dann haben wir aus der Karibik unsere Mango-Salsa. Prost. Unsere Mango-Salsa mit Gurke, Roscoff, Zwiebel, Koriander. Ein bisschen Honig, ein bisschen Limette, schwarzer Pfeffer. Das haben wir eigentlich so gemacht, wie wir es bei Karibik gemacht haben, weil das hat mir sehr gut. Und Mango. Man glaubt es nicht. Und Mango. Man glaubt es nicht. Jetzt gehen wir mal schnell zu den warmen Sachen. Wir haben die Aubergine von Asia. Fangen jetzt mit der an. Ja, ich glaube, wir fangen mit der an. Pfanne. Die wissen wir schon fast gar nicht mehr, weil es ist schon über 10 Wochen. Ja. Wir nehmen ein bisschen neutrales Öl. Entschuldigung. Ja. Die Aubergine ist so vorgegart. Von uns gebraten, aber die werden wir jetzt noch mal so ein bisschen warm braten. Und das machen wir gleich am Anfang halt. Sehr gut. Also die soll jetzt nur warm ziehen. Und dann geben wir diese Sauce Szechuan Style. Selber gemacht, ziemlich viel drin und mit Chili und Pfeffer, Knoblauch, Ingwer abgeschmeckt und Sesam dazu. Und die geben wir da dazu. Also ziemlich viel an Gewürze, oder? Ja, ich kann jetzt gar nicht die, was da drin ist, aufzeigen, weil das würde bringt jetzt den auch, Rahmen. Ja. Also, wer sich ein bisschen auskennt, ist so ein Masterstock, ein chinesischer drin, schwarzer chinesischer Essig und jetzt hat viel Aromaten und die brauchen wir jetzt da so rein und können es dann schon anrichten. Also nur einfach kurz einziehen lassen, ja, gell? Das wird warm werden und die Sauce reinziehen, aber das ist eine Sauce, die wo man auch gerne dippen mag, also die muss jetzt... Ja. Sehr gut. Mal. Dann werden wir diese Pfanne kurz auswischen. Das war ja tatsächlich der Renner schon fast von Asia, gell? Ja, da, das ist jetzt was, das, was ihr uns gesagt habt, dass das gern wiederkommen sollte. Das habt ihr euch anscheinend gemerkt vor 12 Wochen, oder wann wir angefangen haben. So, jetzt habe ich da ausgeschaltet. Ich habe halt eh schon Déjà-vu. Déjà-vu? Ja, weil da mit den Hasen und so mit ja, der Deko vor einem Jahr. Gehen wir dann noch dazu. Nächste Woche haben wir praktisch ein Jahr Videos. Ja. Und das feiern wir daheim.
Ausnahmsweise mir selber. So, dann haben wir die Garnelen, das ist von letzter Woche, da haben wir natürlich auch, wenn sie auch schon gehabt haben, aber wir möchten jetzt Menü dabei haben. Das ist Bali, selber gemacht, die Erdnusssauce, die Garnelen sind vorgegart, die müssen wir auch bloß nochmal warm ziehen. Und dann werden wir diese Soße dazu und die kurz neu kochen. Ihr kriegt Stäbchen dazu, weil das saftige Garnelen sind. Nicht das aufspießen, muss man aber nicht. Und auch nur warm ziehen. Und die Soße soll sich praktisch einmal um die Garnelen legen. Wir haben die mit etwas Stärke kurz frittiert. Wo werden wir die rein? Da. Ich habe nämlich vorher schon fast Wetten abgeschlossen, wie lange der hängt, weiß es. Achso, bin ich schon gesagt. Nein. Ich habe mit mir selber eine Wette abgeschlossen. Mit dir selber? Ja. Schauen wir mal, wer gewinnt. Gut, dass wir erst noch einen Film wissen. So, dann werden wir jetzt kurz das Hähnchen aus dem Ofen. Das brauchen wir. Wie gesagt, das haben wir nur temperieren lassen. Dann haben wir diese, das ist jetzt wieder Afrika. Wie heißt es? Chicken Yassa. Ich habe jetzt aber die Keulen genommen, das wollte ich jetzt ausprobieren auf diese Art. Die Zwiebelsauce, was habt ihr jetzt mit gleichem Teil Wasser vielleicht hinstellen und dass ihr ein bisschen mehr habt und dann werden wir die da nochmal rein. Also die darf köcheln, so wie das ausschaut. Das darf köcheln und da lassen wir es jetzt nochmal ein bisschen die Soße drum liegen. Richten wir dann gleich zum Schluss an. Dann haben wir noch unsere Suppe. Da waren wir jetzt in Südamerika. Die Maissuppe, das bringt so ein bisschen das Südamerika-Feeling rein und dass wir auch von den Aromen nicht zu wild sind, habe ich mir gedacht, passt das gut. Da haben wir dafür einen neuen Crunch dazu gemacht. Suppe darf wieder warm werden, aber warm. Muss nicht kochen. Ja, ich habe es etwas rustikaler lassen und habe die Maisstickerl drin lassen, weil ich finde es dann doch schön, wenn man zwischendrin wo aufgepasst. Das haben wir aber da auch schon gehabt. Ja. Aber neu, tatarata. Neu, wir haben Popcorn gemacht, ein bisschen mit geräucherter Paprika, gesalzenes. Das stellt es aber am besten dazu, nicht gleich rein, aber wenn das aufwacht, dann ist es nicht mehr schön. Also einfach so dazu stellen und dann hat jeder, wo gerade was isst, kann sich ein bisschen Popcorn drauf tun. Klebt es in den Zähnen, gell? Ja, genau, das ist die Gefahr, wenn das ist. Und dann haben wir noch unsere Ravioli. Ja, Ravioli di Magro aus dem Mittelmeer, aus Italien. Das sind Ravioli gefüllt mit Ricotta, Spinat und Parmesan, eigentlich ziemlich simpel, natürlich alles selber gemacht, Nudeltag auch von uns, aber einfach schöner, frischer Spinat. Ja, bringt einfach schönes Mittelmeerfeeling. Ich tue jetzt ein bisschen Wasser zuerst rein, weil die Pfanne so heiß ist. Ein Stück Butter, das wir erst selber haben. Könnt ihr auch ohne Butter machen, nur mit Wasser. Aber es schmeckt halt besser. Es schmeckt besser. Und dann gehen wir die rein und die müssen bloß warm ziehen. Die sind auch wieder vorgegart. Die sind vorgegart, genau. Wer hat, kommt da gern. Semi-Bresel kommen rein, ein bisschen Kräuter noch. Das kann jetzt jeder machen, wie er mag. Braune Butter. Braune Butter, also man kann die Butter jetzt auch runter reduzieren lassen. Ich mache jetzt das einfach, dass es nicht zu lang dauert, aber man kann sich da ein bisschen spulen bei dem. Aber es braucht nicht viel dazu, ein bisschen Salbei darf gut passen. So, die Händel drehe ich jetzt einmal noch um. Grobes Meersalz, ein bisschen Olivenöl, geht genauso. Ja, dann sollte ich aufpassen. Wir haben die schon gewürzt, das passen. Also okay. Nachwürzen war ich jetzt vorsichtig, lieber einen Tischstein, damit man das dann jeder selber machen kann. So, unsere Händel können wir jetzt noch anrichten. Also das ist ein Huhn, das mit Zitronensaft, Senf und Chili eingelegt ist. Und der Sud, der gleiche, wird dann mit Zwiebeln gekocht. Das ist die afrikanische Variante. Und ja, mir hat das eigentlich ziemlich gut gefallen. Also ich jetzt, das habe ich auch ganz gerne. Das ist jetzt und einfach was ganz was anderes und da haben wir dieses Aroma noch mit. Zum Gebrauchshinweis, die Hände sind vakuumiert, bitte vorher aus dem Beutel nehmen. Da brauchen wir einen Teller, gell? So, ich habe jetzt das so lange drin, dass die Butter braun wird und dann kann ich die auch noch mal kurz Farbe nehmen lassen. Und jetzt darf man auch die Semibresel rein. Ganz zum Schluss. Wer mag? Ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, wo es sein. Da drin? Ja. So ist schnell hin. Ja. Haben wir die Zeit? Ja. Dann schauen wir unsere Semibresel dran. Na schon. Pass auf. In meinem Haus, gell? So. Einfach ein bisschen Semibresel drüber. Ozean schwenken wahrscheinlich. Genau. Kurz. Wir werden dann nämlich also ein bisschen resch. Ich habe jetzt meine Pfanne schon ausgeschalten, aber ihr könnt euch ja vorstellen, wie das abläuft. Habe ich die aus dem Konzept gebracht? Nein. Braucht schon mehr. Das ist lustig. Und bei den Tapas, wie immer, falls wir dabei sind, die wo neu sind, wir richten alles nur einmal an.
Weil man teilt am Tisch, das ist so das Sinn. Und jeder macht es in seiner Reihenfolge, wie er mag. Das macht es auch, wie es schmeckt. So, haben wir die erste Runde. Prost, viel Spaß in der Küche, viel Spaß beim Trinken. Bis gleich. Hi.